Mit mehr als 8 Millionen Einwohnern ist Bangkok eine der größten Städte Asiens. Vor allem in den letzten Jahrzehnten hat es sich schnell entwickelt. Mittlerweile zählt man hier 850 Wolkenkratzer. Dazu kommt ein verwirrendes Straßennetz. Man fühlt sich in dieser hektischen und lauten Metropole schnell hilflos und einsam. Dass Bangkok wörtlich Dorf im Pflaumenhain heißt, was es vor mehr als 200 Jahren auch noch war, kann man heute allenfalls im Schatten der Hochhäuser erahnen. Das Größte ist der Beijing Tower ohne Antenne 300 Meter und mit ihr 343 Meter hoch. Ein Hotel mit Aussichtsplattform, die einen weiten Blick über die thailändische Hauptstadt erlaubt. Einen Blick auch in die Kochtöpfe der Bangkoker, die überall in den Straßen unter Feuer stehen. Und an denen man blitzschnell Schmackhaftes zubereitet bekommt. In den engen Straßenschluchten reiht sich Geschäft an Geschäft. Und man kann überall die Produzenten bei der Arbeit sehen. Fast alles kaufen
das man sich nur denken kann. Auch Hähne, die für Hahnenkämpfe abgerichtet wurden. Bangkoks Hauptattraktionen sind jedoch die zahlreichen buddhistischen Tempel, die von der Bevölkerung häufig besucht werden, um ihrem Gott zu huldigen. Thailand war nie von Kolonialmächten beherrscht und hat sich seine Kultur über die Jahrhunderte bewahrt. Auch Zuwanderer wie die 6 Millionen Chinesen, ein Zehntel der Bevölkerung, folgen dieser Tradition, zum Beispiel im Kwa Mahamondom am Rande von Chinatown. In diesem Tempel, der vor einigen Jahren neu errichtet und am Geburtstag des thailändischen Königs Bhumibol 2008 eingeweiht wurde, thront im Tempel Wat Phramit der 3 Meter hohe und fast 6 Tonnen schwere Goldbuddha, den man lange für aus Gips hielt, bis 1955 der Stuckmantel barst und das massive Gold darunter zum Vorschein kam. Für die Thailänder noch bedeutsamer ist jedoch der liegende Buddha im Wat Pho, einem ausgedehnten Tempelbezirk in der Altstadt Bangkok. Er ist gekennzeichnet durch mehrere reich geschmückte Altartürme, insgesamt 71 sogenannte Chedis. In ihrem Zentrum 4 große Chedis, jede 42 Meter hoch. Und mit farbigen Kachelmosaiken bedeckt. Sie alle dienen der Lobpreisung Buddhas, dessen 45 Meter lange, ruhende Figur das Zentrum des Wat Pho bildet. Sie zeigt Buddha beim Eingang ins Nirvana. Auf seinen Fußsohlen sind in 108 Tafeln aus Perlmutt die Tugenden eines wahren Buddhisten aufgezählt. Mit Lotusblumen und Räucherstäbchen schmücken die Gläubigen ihre Altäre. Und berichten ihre Gebete. Bedeutendstes Bauwerk
und zugleich Heiligtum Thailands, ist jedoch der von einer hohen, weißen Mauer umgebene Königspalast mit dem Königstempel Wat Pha Keo. Dieser Tempel wird von riesigen Dämonen bewacht, und von tausenden Gläubigen und Touristen besucht. Kann man, sofern man züchtig gekleidet ist, umgeben von zahlreichen anderen Buddha-Statuen und viel Schmuck, den Jade-Buddha bewundern, 66 cm groß und aus Nephrit gefertigt. Er gilt als Beschützer des Landes wie des Königtums und wird deshalb in besonderer Weise verehrt. Um den Königstempel herum gibt es weitere Tempel, Totenstätten, Pavillons und Paläste verschiedener Größe. Für Thailänder haben sie alle ihre eigene Bedeutung. So soll sich zum Beispiel in der glockenförmigen goldenen Chedi ein Teil des Brustbeins von Buddha befinden. Bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts residierte der thailändische König noch in diesem Palast. Heute beschränkt sich die Präsenz des Hofes auf den Aufzug der königlichen Garten.